Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und wir spielen Alice22 in Silverrun Forest und ich begrüße euch zu dieser neuen Folge. Ja, es ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Gar nicht so lange, aber ich muss gerade ein bisschen meine Zeit zusammenkratzen, alles mitnehmen, was ich kriegen kann. Ja, wir spielen prinzipiell da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich habe ein bisschen was, was wir heute noch bequatschen können. Und ich denke, wir werden nebenbei noch ein paar Steps abarbeiten und hoffentlich das noch so weit schaffen, dass wir dann im Anschluss hinten raus noch unsere Schneiderei setzen. Ich habe das ja gesagt, wir brauchen die prinzipiell zwar noch nicht, aber wir können die, also einfach für den Platz und so, ich denke, ist das schon gar keine so schlechte Sache. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, unser Dünger, ja genau, Düngen ist da hinten. So. Ja, und ich habe mir tatsächlich eine kleine Notizliste gemacht, wo ich so ein paar Sachen draufstehen habe, die ich ganz gerne heute noch besprechen will. Zuallererst, ich habe das in den Community-Post schon reingeschrieben gehabt, Discord-Server. Es ist so, dass ich, also, das heißt eingerichtet, ich habe schon seit Ewigkeiten so einen kleinen Discord-Server, den ich, ja, ich sage jetzt mal, immer mal wieder, also immer mal genutzt habe, so für private Sachen. Ich bin ja ein Mensch, ich bin mit Teamspeak aufgewachsen. Ja. Und die Community, mit der ich vorher so im World of Warcraft-Bereich unterwegs war und so, wir haben immer eigentlich Teamspeak genutzt. Seit ich denken kann, gab es da nie was anderes. Discord kam ja erst viel später. Und ich glaube, ich habe sogar noch Teamspeak 2, wo die Audioqualität ganz fürchterlich war, genutzt. Und dann erst später Teamspeak 3, wenn ich mich recht entsinne, bin mir aber gerade nicht mehr genau sicher. Ja, wie dem auch sei. Das heißt, ich bin natürlich in Discord relativ frisch, habe jetzt den Server allerdings soweit eingerichtet, da gibt es auch eine Verlinkung. Ich werde den auch hier im Video nochmal unten mit rein verlinken, in die Info sozusagen, in die Beschreibung. Da könnt ihr mal reingucken, da könnt ihr dem Discord joinen, wenn ihr das möchtet. Primär, ich denke, da wird noch viel passieren auf dem Ding, ne? Also, ja, wenn ihr sagt, nee, brauche ich nicht, ist das auch völlig okay. Aber ich denke, es wird sicherlich viele, viele Ideen noch geben. Ja, wir decken nicht alles am Gras ab, aber alles gut hier. Wofür man das Ding noch nutzen kann. Primär ist es gerade so eine Plattform, wo wir uns ein bisschen austauschen zu den Multiplayer-Projekten. So, und dann kommen wir nämlich gleich schon zu Frage 2. Oder was heißt zu Punkt 2? Es hatte nämlich jemand geschrieben, unter dem Post mit dem Discord. Ich glaube, der André war das? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Er hatte sich vorher schon mal angemeldet unter dem anderen Post, dass er Interesse hat an dem Multiplayer-Projekt. Und jetzt hat er geschrieben, man braucht also doch PC oder was? Nein, also jein, ich weiß es noch nicht. Also ich habe ja gesagt, ich bin total offen, was das betrifft. Und im Moment gibt es auch noch keine Entscheidung. Also ihr braucht, was ihr braucht, ist Discord. Nicht unbedingt, um jetzt mit mir hier irgendwie Voice-Chat und sowas. Das ist gar nicht so Sinn und Zweck der Sache. Aber natürlich werde ich nicht hier einfach so in den YouTube-Channel offen die IP-Daten dann von dem Server posten. Sondern es wird schon auch eine Auswahl geben. Ich möchte schon zumindest jeder Teilnehmer, der in irgendeiner Form Interesse hat am Multiplayer-Projekt, ne, ich habe das jetzt so gemacht, dass ich gesagt habe, im Discord macht mal eine kleine Vorstellungsrunde. Ne? Schreibt mal rein, wer seid ihr, wie alt seid ihr, ne? Was habt ihr für Vorstellungen, habt ihr irgendwie bestimmte Projekte, die ihr machen wollt, und da habt ihr jetzt schon ein, zwei reingeschrieben dazu. Einfach damit ich ein Gefühl dafür bekomme, was für Menschen interessieren sich denn dafür. Und natürlich auch ganz wichtig, klar, auf welcher Plattform spielen die Leute und auch, was für Mods nutzen sie. Also, oder möchten sie ganz gerne auf dem Server vielleicht sehen. Ne, ich persönlich zum Beispiel, erstmal grundlegend, ich habe die Alice22-Version mit der Platinum-Expansion. Schön wäre es natürlich, das reicht ja der Dünger nicht. Schön wäre es natürlich, wenn wir die klassischen auf dem DLC-Stand sind. Ich denke, fast alle haben hier die Platinum-Expansion, die hier auch das Video gucken. Vielleicht nicht ganz alle, aber ja, ne, man muss ein bisschen abwägen. Gehen wir mal davon aus, ich habe 10 Interessenten und 9 davon haben eine Platinum-Expansion und einer nicht. Dann ist es so, dass ich natürlich mir dann auch sage, ja, aber wegen einer Person dann letzten Endes darauf zu verzichten, das ist irgendwie, was ist das hier? Ist das, ach, ist alles Saatgut, genau. Das heißt, wir brauchen Mineralien. Ist dann natürlich auch ein bisschen, ja, doof. Und selbiges ist ein bisschen das PC-Konsolending.
prinzipiell bin ich nicht abgeneigt den Konsolen gegenüber. Ich hätte schon Bock, wenn es möglich wäre, natürlich mit VCA oder sowas zu spielen. Weiß ich aber, geht mit Konsolen nicht. Wenn jetzt 50% der Leute sagen, sie spielen Konsole und haben aber Bock auf den Multiplayer, dann spiel mir einen Crossplay-Server mit Konsole. Ne? Aber das kann ich zum aktuellen Zeitpunkt einfach noch nicht genau sagen. Das weiß ich nicht. Deswegen, diejenigen, die Interesse hatten an dem Multiplayer-Projekt, mal bitte im Discord join, mal da in dem Multiplayer-Bereich einfach mal durchlesen, sich die zwei, drei Sachen mal vielleicht einfach, ja, einfach ihren Senf dazu abgeben. Das wäre eine coole Sache. Und dann kommen wir da nämlich schon ein ganzes Stück weiter. So. Ist das hier der Richtige? Der sieht ein bisschen Mineral. Ja, ist einfach nur eine andere Firma, ne? Wir nehmen den, das ist völlig egal. Zweier. Weiß nicht, ich glaube 3000. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie viel hier reingepasst hat. Wir werden es gleich sehen. Ja, und da ist nämlich auch noch der Punkt ja mit der Karte offen. Ich habe tatsächlich jetzt mal noch ein bisschen mehr nachgeforscht, weil die Meinungen gehen ja halt wie gewohnt sehr stark auseinander. Ich hatte ein bisschen indirekt die Hoffnung, dass es vielleicht einen eindeutigen Punkt gibt, wo die Leute sagen, die schon ein bisschen Erfahrung haben im Multiplayer-Bereich, die Karte müssen wir unbedingt spielen oder sowas. Und ich gucke mir die an und denke mir so, ja, sieht ganz cool aus. Ich habe auf alle Fälle rausgehört von einigen, ich glaube zwei oder drei waren es, die geschrieben haben, gerne eine USA-Karte. Und da bin ich auch dabei. Ich glaube, das würde mir ganz gut gefallen. Witzigerweise hatte Kornhub heute eine Top 10 veröffentlicht, was Klickzahlen betrifft, wo das Interesse scheinbar recht hoch zu sein scheint. Die habe ich mir mal durchgeguckt, da gibt es natürlich ein paar Favoriten, die allerdings nicht in den USA-Bereich fallen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ne? Und Crossplay-technisch ist es da halt auch ein bisschen schwierig. Wo ich jetzt meine Favoriten sehe, sind so ein paar amerikanische Karten. Da habe ich tatsächlich ein paar englische YouTube-Videos gefunden, die aber ModHub verlinkt sind. Sowas wie Griffin, Iowa Plains, Stone Valley, Spruce Mountain. Die haben mir alle so gut gefallen. Und auch da werde ich, da sind die Videos im Discord-Server nochmal verlinkt. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr euch das angucken. Ansonsten sucht mal nach USA-Maps selber, wenn ihr euch da ein bisschen noch einbringen wollt. Und dann könnt ihr das gerne auch immer irgendwie mit in den Kommentaren, entweder hier unter den Videos oder so. Also müsst ihr einfach nur ein bisschen dazu schreiben, dass es sich ums Multiplayer-Projekt handelt oder so, ne? Ja. Genau. Aber ich könnte mir vorstellen, eine von den Maps, von den amerikanischen, da sind ein paar richtig schicke dabei, die mir richtig gut gefallen, wo ich auch denke, die sind auf jeden Fall Multiplayer-tauglich. Die sind nicht zu groß, die sind nicht zu sehr mit Schnickschnack vollgestopft, ne? Ich gehe jetzt mal zum Beispiel so eine Karte wie zum Beispiel die Italia oder Italie oder so eine Map wie Hof Bergmann beispielsweise. Das sind halt Maps, die sind vollgestopft mit Gimmicks. Das will ich, glaube ich, in dem ersten Multiplayer-Projekt nicht. Ich glaube, das bietet sich auch vielleicht eher an für so Sachen wie mal ein Let's Play. Ja? Um das mal so ganz grob ja, zusammenzufassen. So, jetzt gucken wir erstmal ganz kurz, bevor wir weiter quatschen, was wir denn jetzt hier alles noch so anstellen. Für einen Blödsinn. Wir haben jetzt hier das Gras auf alle Fälle. Ja, wie gesagt, wir warten ja noch. Haben wir beim letzten Mal schon mal durchgeguckt. Und ansonsten sieht es so aus, dass wir hier vermutlich mal ganz kurz hinfahren müssen. Na, wie sieht es denn hier aus? Hier könnte man auch mal schnell verkaufen. Das haben wir beim letzten Mal, haben wir das gar nicht mehr angeschnitten. Aber wir müssen auf alle Fälle, müssen wir mal kurz da durchchecken, ob da alles IO ist. Aha. Wie geht's denn dir? Du hast hier ein paar Paletten. Paar Paletten. Okay. Ja, dann fahren wir noch ein paar Paletten rum. Und dann können wir tendenziell nämlich in den nächsten Monat springen und immer noch mal ein bisschen weiter gucken. Ich weiß, ich fasel heute lang um dieses ganze Projektgeschichtenzeugs rum, aber das ist, dafür ist ja natürlich auch mal so ein Video da, ne? Holzfliesen 6 Liter. Das heißt, das Thema ist hier gleich durch. Dann springen wir mal hier noch ganz kurz ein paar Minuten weiter und gucken uns mal an, was hier passiert. Da passiert nichts. Warum passiert hier nichts? Das sind eigentlich noch Holzfliesen im Lager. Die schnappt er sich vielleicht aber auch erst zur vollen Stunde. Das kann sein. 58, 59. Ey, das ist doch nicht sein Ernst, oder? Ja, das können wir dann später vielleicht noch angucken. Dann kriege ich da jetzt nicht nach. Dann ist das so.
Okay, es ist, wie es ist. Wir fahren mit dem gleich mal noch tanken, wenn wir einmal hier auf dem Weg sind. Der hat zwar noch ein bisschen Sprit, aber dann sind wir da auf alle Fälle auf der sicheren Seite. Wenn wir hier einmal rumfahren. Ja, ansonsten denke ich, haben wir das zum Thema Multiplayer. Ja, also ich glaube, viel mehr gibt es dazu jetzt auch eh nicht zu sagen. Ne? Wie gesagt, das mit den Maps, das ist schon eine ganz interessante Sache gewesen. Ja. Aber auch da werden wir letzten Endes uns wahrscheinlich irgendwie abstimmen mit den Leuten, die dann tatsächlich Interesse auch auf dem Discord bekunden. Und ja, ich halte euch auf alle Fälle auf dem Laufenden. Denn mein Plan wird so sein, ich werde, vermute ich, wenn das so aussieht wie jetzt, das wäre mein wünschenswerter Plan. Mein wünschenswerter Plan wäre, dass ich vielleicht einmal in der Woche aktiv auf dem Server spiele. Also wirklich, wo ich sage, ich nehme mir mal einen Abend Zeit, was wir dann über Twitch machen. Und dann vielleicht zweimal die Woche noch so eine Art Let's Play. Im Sinne aber von auch so ein bisschen, was da gelaufen ist. Ne? Dass wir uns die Sachen angucken, wie das da vorwärts geht und so. Und aber vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung für die Leute, die auch keine Ahnung haben, dass wir gemeinsam so ein bisschen den Multiplayer vom LS22 lernen. Dass wir die Steps mal durchgucken. Wie ist denn das da mit den Höfen und der Hoferstellung? Wie teilt man sowas auf, wo ich selber ja auch keine Ahnung habe? Oder wie wir das umsetzen? Und das wird ja ein Work-in-Progress-Ding. Ne? So, und es gibt ja einige, die Erfahrung haben, denke ich. Und es wird auch einige geben, die wahrscheinlich nicht so viel Erfahrung haben. Und ich hoffe, es wird den einen oder anderen geben, der Erfahrung hat und natürlich dann auch ein bisschen ein Ansprechpartner sein kann. Für den Discord hat mich schon jemand angeschrieben. Mit dem setze ich mich dann jetzt irgendwie nochmal zu. Also, wenn das Video kommt, haben wir uns wahrscheinlich schon mal zusammengesetzt. Weil ich brauche auf jeden Fall bei so einer Sache ein bisschen Unterstützung, weil ich es zeitlich ja sonst gar nicht schaffe. Ich bin ja auch nicht jeden Tag da und habe auch noch ein paar, will ja auch noch meine Let's Plays nicht vernachlässigen. Also es wird nicht so sein, dass wir das Ding starten und dann wird hier rund um die Uhr Multiplayer-Projekt laufen. Ich werde Silverband Forest versuchen, genauso weiter zu spielen wie vorher. Vielleicht kommen zwei Folgen weniger in der Woche, weil ich mich dann in der Zeit die andere Map kümmere, aber das ist eine Entwicklung. Ne? Das muss ich auch entscheiden, wie ich Lust und Laune habe und ja, wie das natürlich auch passt. Wie das von der Community, also von euch aufgenommen wird, ob ihr da Bock drauf habt oder ob ihr da keinen Bock drauf habt. Und denn ja, da richten wir uns ein bisschen nach der großen und breiten Masse. So. Und damit will ich es jetzt erstmal in der Folge zu dem Thema belassen. Wir haben ja jetzt hier schon fast eine Viertelstunde zur Folge gequatscht. Ich denke, ja, so, wir gucken mal kurz, wie sieht das hier aus? Das einmal Geländer, hier fehlt tendenziell mal der Anhänger noch. So, das gehen wir hier gleich rüber wieder verkaufen. Ja, noch vielleicht so ein paar andere Kommentargeschichten, die mir noch jetzt gerade so, weil ich vorhin drüber geblättert habe. Zum einen hatte jemand gefragt, ob ich nicht mal einen Mammutbaum setzen kann und testen kann, was die so an Ertrag bringen. Soweit ich das ganz grob in Erinnerung hatte, ich habe das mal an einem Testlauf gemacht, da habe ich mal so einen Mammutbaum gefällt und versucht, als Holz zu verkaufen. Und der hat mir nichts gebracht. Im echten Leben ist es ja wohl so, dass die Mammutbäume wohl eine sehr, 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 sehr weiche, dicke Rinde haben oder sehr weiches Holz. Ich weiß nicht, irgendwie so in dem Dreh. Ihr dürft mich gerne in den Kommentaren wieder korrigieren. Und eigentlich nicht wirklich dazu geeignet sind, um sie weiter zu verarbeiten. Ich weiß nicht, ob man mit Mammutbäumen überhaupt irgendwas macht, aber ich glaube nicht. Es gibt einen Verwendungszweck allerdings, den auch jemand geschrieben hat, der ziemlich cool ist. Und das ist, dass wir hinterm Sägewerk, da wo der große Hügel ist, uns da hinten einen Mammutbaum hinsetzen und den als quasi Punkt nehmen, wo wir unsere Seilwinde festmachen, weil der höher ist. Ich habe das noch nicht getestet, aber die Idee finde ich gut. Also da auf alle Fälle danke. Das könnte man sich dann mal anschauen, wenn wir da nochmal dran rumwerkeln. Und noch eine andere Sache, auch so ein Punkt zum Thema Kommentar und Idee. Ich hätte ja auch tatsächlich fürs Wasser den Wassertank nehmen können von dem IT-Runner. Das stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ist eine gute Idee gewesen. Vielleicht holen wir uns den irgendwann nochmal mit zusätzlich. Jetzt ist es halt das Wasserfass geworden und ich bin damit auch erstmal zufrieden. Von daher passt das schon. Ja, genau. Und eine Sache gab es noch, die ich jetzt noch ansprechen will. Das ist aber das Letzte.
Da hat jemand geschrieben, ob ich nicht mal einen YouTube-Stream oder so machen kann, eine Art FAQ, um Fragen zu beantworten. Also, ich wüsste jetzt gar nicht so richtig, was für Fragen. Also, klar, ich sehe es ja, wie der Anspruch an den Streams ist. Es kann natürlich sein, dass die Leute nicht immer Bock haben auf Twitch, aber meistens sind wir ja, wenn ich einen Twitch-Stream gemacht habe, ist aber auch immer bei mir sehr spontan und so, aber dann bewegen wir uns ja im Bereich, ich sag jetzt mal so, zwischen 5 und 10 Zuschauern. Ja? Also das heißt, das sind jetzt keine riesengroßen Twitch-Streams und meistens chattet dann 1, 2 Leute mit mir und ja, also wie gesagt, normalerweise, ihr wisst ja, wie das läuft. Stellt einfach eure Fragen und ich beantworte die. Ansonsten sollte da wirklich nochmal so ein Punkt kommen, wo wir sagen, wir haben echt Bock auf FAQ oder sowas oder das ist größer, dann können wir sowas auf alle Fälle auf jeden Fall nochmal irgendwann mitmachen. Absolut kein Thema. So, okay, jetzt gucken wir hier mal rein. Was gibt's denn hier Schönes? Es gibt einen Zuckerrübenernter, brauchen wir nicht. Es gibt einen kleinen Traktor. Hat aber jemand geschrieben, eine zweite Zugmaschine und so. Ja, definitiv. Hätte ich auch mal Bock. Und hier gibt es einen Feldhäcksler. Guckt euch das mal an. Ich habe schon mal darüber nachgedacht. Schon das zweite Mal, dass wir einen Feldhäcksler sehen. Und aber der ist zum einen immer noch ganz schön teuer. Zum zweiten sind 41% Rabatt jetzt nicht die Riesenmasse. Da geht mehr. Und zum dritten ist das jetzt nicht, also wenn ich es mir raussuchen kann, dann glaube ich, finde ich so einen ganz geil, so ein John Deere. Mal der Fendt, oh, ist auch ganz hübsch. Den Glas noch angucken. Nee, ich glaube, also richtig cool von der Optik finde ich den John Deere. Das ist schon richtig, richtig scharfes Gerät. Der sieht richtig cool aus, so mit dem, vom Design her gefällt mir gut. Aber ja, keine Ahnung. Also das ist, der Feldhäcksler ist Zukunftsmusik, Freunde. Ich habe da Bock auf die ganze Sache. Ach, hier gab es ja noch den Krone. Den haben sie irgendwann später noch reingepatcht. Ne? Sieht auch ganz nett aus, das Gerät. Standard, langes Entladerohr. Ja, da muss man auf alle Fälle dann nochmal ein bisschen rumprobieren. Also da haben jetzt auch einige schon geschrieben. Das ist bestimmt auch eine coole Sache. Ich kann mir auch vorstellen, dass das definitiv ein Punkt wird für das Multiplayer-Projekt. Also natürlich nicht ausschließlich, aber so mit ein gewisser Teil. So, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz, wie es hier oben aussieht. Am Sägewerk. Aber das ist eigentlich auch alles schick. Da müssen wir nichts machen. Heißt also unterm Strich, wir fahren jetzt hoch zur Farm, legen uns einmal schlafen und gehen direkt in den August. Ja, denn so läuft es ja momentan bei mir auch. Ich muss hier einfach nur Monat für Monat durchkommen, müssen hier ein bisschen rumgucken, schauen, wie es dann auch in unserer Achterbahn aussieht. Da können wir uns die nächste Phase nämlich dann gleich nochmal mit angucken. Ja, aber nochmal trotzdem ganz, ganz kurz zurück, weil ich das hat mich echt beschäftigt. Ich war wirklich ein bisschen mit den ganzen Maps, die es so gab. Ich gucke ja da ganz gerne bei Kornhub, die von Randy, die Vorstellung. Die sind da immer ganz cool. Und muss sagen, es hat mich keine Map so richtig gecatcht. Ne? Es gab die Landersum, hat mir jemand empfohlen. Schlafen, genau. Zack. Die wäre eine Idee. Dann gab es eine, ich glaube, Pappenburg oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die hat mir ganz gut gefallen, weil die einen Hofbereich hatte, der recht kreativ noch zu gestalten wäre. Und ansonsten die einzige, die für Konsolen und so funktionieren würde, wäre die Cormson Farm. Das hat auch jemand geschrieben, diese UK-Map. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Und ich muss euch sagen, es ist okay, aber es hat mich nie so extremst gecatcht. Ne? Von daher, so, wie geht's denn den Schäfchen? Den Schäfchen geht's gut. Die haben Nahrung. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier, steht ja auch die Gabel noch da. Irgendwie funktioniert der Triggerpunkt noch nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Beziehungsweise liegt das Zeug wahrscheinlich auch einfach nur ein bisschen zu weit hinten. Nee, aber wie gesagt, die US-Maps, also da vielleicht mache ich da auch nochmal ein gesondertes Video dazu, wo ich mal diese Maps nochmal alle angucke, weil da ist mir aufgefallen, da gibt es zwar ein paar Mod-Vorstellungen auf Kornhub, aber tatsächlich
sind da viele Karten, glaube ich, auch drin, die gar nicht vorgestellt worden sind. Und das sind richtig, richtig schöne Karten. Und keine Ahnung so richtig, woran das liegt. Ja, aber da ist auf alle Fälle richtig cooler Stuff dabei. Und da habe ich richtig Bock drauf, glaube ich. Aber da muss man gucken. Da bin ich echt noch so an dem Punkt, wo ich mir sage, das müssen wir irgendwie zusammenreißen. Da denke ich, sehr doof, wenn nur mir eine Karte gefällt. Das fände ich dann schon schade. Soll schon jeder Beteiligte irgendwie ein bisschen Spaß dran haben. So. Ja, da hat auch noch mal jemand gefragt, weil ich hier diese Dinger jetzt hier reingesetzt habe, dass doch da drin die Wolle spawnt. Und nee, die Wolle spawnt, wie ihr seht, hier drüben. Na, hier spawnt die Wolle so. Und wir gucken uns jetzt nochmal diesen ganzen Kram an. Also, es ist ja jetzt so, nee, Moment, wir haben jetzt einmal geschlafen. Das heißt, wir gucken hier nochmal rein. Das ist wieder nur der drin. Ich denke, einen der nächsten, wenn wieder mal ein Traktor drin ist, da würde ich drüber nachdenken. Und ansonsten, genau, gucken wir uns jetzt mal das Produktionsgebäude an. Hier die Spinnerei nach Mars. Ich habe nicht genügend Kohle. Tatsächlich. Ja, wir nehmen jetzt kurz einen Kredit auf. Wir sind ja momentan so, dass wir gar keinen Kredit haben. Deswegen passt das schon. Machen wir mal. Ja, wir gehen mal auf 199.000. Und dann. Da ist er. Ja, und hier sehen wir wieder die Triggerpunkte, ne? Hier haben wir einmal den Abladetrigger und daneben ist quasi das andere. Also es würde, vermute ich, schon Sinn machen. Ein bisschen Platz muss ja schon sein, ne? Wenn wir hier drüben dann am Berg ein bisschen lang gehen, ist das auch okay. Wir könnten natürlich auch das eher hier hinsetzen. Und auf der Rückseite dann rumfahren. Wo ich schon glaube, dass das... Oder so ein bisschen mittig. Wir müssen es nicht ganz am Rand stellen, ne? Ich glaube, so macht relativ wenig Sinn, oder? Wobei, wenn wir hier ein bisschen mehr Platz haben, noch ein paar Hallen hinstellen, gegebenenfalls eben das mit dem Hühnerstall und so, ist das auch keine so schlechte Idee. Überlappt mit anderen Gebäuden, ist eigentlich hier gar nicht so wild, ne? Kann ruhig auch ein bisschen hier dran sein, wir müssen ja da nirgendwo hin. Ich glaube, irgendwie so würde ich das setzen. Wir machen mal ganz kurz einen Save. Falls mir das jetzt nicht gefällt oder ich sehen sollte, dass... Ich meine, wir können es ja gleich wieder wegreißen. Wenn irgendwas überhaupt nicht passt, können wir es ja direkt für den Vollpreis einmal wieder wegreißen. So. Genau, Produktion. Mal einfach von der Seite noch mal ran. Auf der Rückseite gibt es ja nichts. Hier sind nur Fenster und Container. Also mit den Containern ist natürlich ein bisschen, die müsste man optisch natürlich erreichbar machen, sonst sind sie irgendwie auch ein bisschen doof. Aber ansonsten denke ich, hier ist noch eine kleine Tür. Wir lassen mal ein bisschen Abstand, ne? So ein kleines bisschen Abstand. So, stellen wir das Ding jetzt hierher, genau. Sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann würde ich sagen, machen wir hier wieder ein kleines bisschen Weg. Der ist eigentlich ganz gut, so wie das hier schon aussieht, ne? Da haben die sich schon so ganz grob. Obwohl, das ist, glaube ich, das Feld, was wir unten drunter gesetzt haben, ne? Das war schon so in dem Bereich. Und dann wollen wir hier einmal hinten rum wenigstens. Hier zur Tür. Und dann vielleicht einmal hinterm Haus noch zumindest so lang gehen können. Hier ist natürlich jetzt schon ein bisschen das abfällig. Wieso hängt denn das so doof hier in der Luft? Wir haben zu weit hinten gesetzt, Freunde. Wir reißen doch nochmal weg. Das sieht sonst elend doof aus. Also Produktion. Und dann doch eher so hier. Gar nicht, was der hier noch so viel landscapen muss.
muss hier nochmal eine ganze Ecke hochziehen. Gefällt mir das? Gefällt mir das nicht? Ich denke, das passt schon so. Wir gucken mal, wir gucken mal. Noch sind wir ja relativ frei, was das angeht. Die müssen wir ein bisschen auf alle Fälle. Und dann machen wir wieder 20.000 Bäume hin. Da gibt es nämlich den einen oder anderen, der sich darüber immer wieder freut. Ich weiß auch nicht. Mir gefallen halt Bäume. Bäume sind so ein schönes Stilmittel. Jetzt hat er alles hier betoniert, hä? Ist ja verrückt. Ja, Beton will ich eigentlich nicht unbedingt drunter haben. Es kann ruhig ein bisschen, aber eher so dieser. Wir machen eher das Gras drunter. Und wenn wir was betonieren möchten, dann können wir das immer noch machen. So, das können wir erstmal so lassen da drüben. Okay. So, und auch hier. So. Glaube ich, sieht das gar nicht so schlecht aus. Und dann könnte man ja hier, natürlich, das Pflaster geht natürlich genauso doof darum, weil wir so einen dämlichen Winkel gewählt haben, dass das hier, nee, dann wäre eher wahrscheinlich doch der Asphalt besser. Guck mal, wenn wir ein bisschen Gras davor haben. Hier gebe ich euch recht. Hier muss ein bisschen Asphalt hin. Also muss nicht, aber finde ich, glaube ich, schöner. Gerade hier so die Abladeflächen und so. So. Ich erschrecke immer, wenn im Hintergrund bei mir, ihr hört das nämlich, glaube ich, in den Videos nicht. Das ja schon mal erwähnt gehabt, wenn ich ein Twitch-Follow bekomme und hier der Desktop-Sound an ist, weil ich halt über dasselbe Tool spiele. Ich müsste es eigentlich in der Szene, könnte ich es mal ausblenden. Ich glaube, dann bekomme ich auch die Info nicht. Okay. Also, ich habe keine Ahnung, wie wir dann hier so ein bisschen... Das müssen wir mal wirklich schauen. Ich mache jetzt hier erstmal ein bisschen Gras wieder hin. Im Moment gefällt es mir noch nicht so, wie ich es hier gemacht habe. Aber wir beobachten mal noch. Wir gucken. Ihr wisst ja, wie das läuft. Alles Work in Progress. Ist euch das eigentlich zu viel Gestaltung, was ich hier mache? Nimmt das jetzt Überhand? Ich mag das ja ganz gerne. Und es wird auch wahrscheinlich natürlich nicht immer so sein. Aber... Den einen oder anderen... Ich meine, es ist halt immer, es gehört halt dazu, ne? Bei mir ist ja eh so, meine Let's Plays sind halt so, wie sie mir in den Kram passen. Um es mal ganz, ganz pauschal auszudrücken. Das heißt, worauf ich gerade Bock habe, es ist halt ein Let's Play. Und das ist halt gerade der Step, der hier stattfindet. Deswegen... So. Hier auch nochmal ganz, ganz... kleine Grasflächen mit drin. Dann können wir, wie gesagt, noch den einen oder anderen Busch, denke ich, noch mit dazu nehmen. Vor allem die kleinen Büsche, ne? Die sind halt absolut kein Thema. Die können wir hier richtig schön dazwischen pflanzen noch. Ja, und ich denke, dass es da hinten vielleicht tatsächlich auch nochmal eine andere Ecke nochmal ein bisschen weitergehen wird. Das müssen wir uns... echt überlegen. Ich habe das ja schon gesagt gehabt. Gegebenenfalls mal wirklich so einen kleinen Gimmick-Hühnerstein noch irgendwo mit hin.
Das ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Ist ein bisschen offen. Hier passen 300 Hühner rein. Das ist eigentlich wiederum ganz süß gemacht. Der hier ist... So groß sind die ja auch nicht, ne? Ich glaube, die Hütte würde als Hühner... Also, es ist jetzt nicht sonderlich hübsch, ne? Aber es ist okay. Ist tatsächlich okay. Das muss halt Platz sein, ne? Er ist halt richtig niedlich, aber... Man könnte ja so einstellen, ne? Und so einen auch noch, weil die passen irgendwie auch ganz cool zusammen. Also die könnte man gut miteinander kombinieren. Obwohl ich den auch ganz nett finde. Hier gehen aber nur 35 Hühner rein. Das ist ein bisschen sehr wenig und sehr schade. Hier haben wir einen, der ist wiederum richtig, richtig cool. Der gefällt mir gut. Das ist wieder sehr groß, ne? Aber den würde man tendenziell auch hier irgendwo hinbekommen, wenn man das denn wollte. Ja, wenn man hier zum Beispiel noch eine Zwischenebene irgendwie... Also, was ich damit sagen will, ich glaube, da sind wir noch... Da können wir noch eine Menge rumprobieren. Ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, ist das mein Favorit. Das ist ein richtig cooler Hühnerstall. Der passt hier irgendwie richtig cool hin mit so diesem kleinen Wagen da noch dazu und so in der Freifläche. Ich will auch ein bisschen, dass die Hühner, denen soll es auch gut gehen, ne? Ich meine, es ist ein Computerspiel, aber unseren digitalen Hühner, die sollen sich wohlfühlen. Das sind Bio-Hühner mit viel, 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 viel Auslauf. Und, ja, genau. So, hier aber wird jetzt tendenziell erstmal nicht so viel mehr stattfinden, außer Bäume. Ihr wisst ja, wie das Programm hier läuft, ne? Das heißt, wir werden jetzt hier so den einen oder anderen Kollegen mit hinschrauben. Uha. Das war wirklich sehr groß. Da macht ja nichts. Macht alles nichts. So. Nee, kein Mammutbaum. Mammutbaum passt hier gar nicht hin, finde ich. Ein bisschen sehr... Nehmen wir den mittleren hier dazu. So. Das finde ich, glaube ich, auch doof. Ah, der ist halt ein bisschen am Hang so. Aber vielleicht nicht ganz ideal, aber es ist okay. So. Okay, ich glaube, so können wir das hier erstmal lassen an der Stelle. Ich muss, glaube ich, mal in den Flugmodus reingehen. Hier könnte noch ein Baum hin. Hier könnte auf alle Fälle noch ein Baum hin. Hier an die Position. Das ist, finde ich, auch nicht übertrieben. Wir haben hier hinten auf dem Grundstücksteil eigentlich gerade gar nichts. Wir könnten dann hier vielleicht noch an die Ränder ein bisschen was setzen. Hier haben wir ja zwei, drei Bäumchen drauf oder so. Aber hier finde ich, glaube ich, einen noch ganz cool. Da könnte man auch drüber nachdenken, ob man so eine... Ist halt ein bisschen sehr, sehr groß mit sehr, sehr viel Schatten. Ich glaube, das ist auch too much. Den haben wir da drüben schon stehen. Der ist ein bisschen größer. Halt sehr. Vielleicht so ein. Und dann daneben noch irgendwie was Kleineres. Hätte auch ganz gut gepasst, ne? Vielleicht so ein hier noch daneben. So. Und hier können ruhig noch ein paar größere Sträucher noch mit rein. Ja, sowas in dem Dreh. Ganz, ganz nett aus, denke ich. Okay. Ja. Ja, 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 ja. So, das gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Und prinzipiell würde ich jetzt noch mal ganz kurz nachschauen nach vielleicht... Ich weiß es auch nicht. Bei den Frontladern haben wir halt ein bisschen das Problem, die haben alle die Knicklenkung, ne?
wo ich die eigentlich auch mochte. Also ich will darauf hinaus, dass wir mit dem hier natürlich jetzt hier immer ganz schön viel rumeiern müssen und ganz schön viel das wechseln müssen. Prinzipiell sind wir mit dem unterwegs. Eigentlich, ja, ich glaube, das ist mal ein anderes Thema. Da machen wir uns jetzt mal noch nicht so einen großen Kopf drum. Ich glaube auch tatsächlich, nee, wir stellen die Gabeln hier oben hin. Brauchen so einen festen Platz, wo wir die parken, wo wir dann immer so das tauschen. Ich finde, ich bräuchte eigentlich hier einen Werkstatt-Trigger. Hier in diesem Ding. Also das ist zwar jetzt keine, ne, man sieht hier nichts zum Thema Werkstatt, aber das wäre, glaube ich, ganz cool. Weil das wie so ein kleines Durchfahrtsteil ist, oder? Wir müssen mal schauen, was wir dann da reinparken. So. Also, wir haben ja jetzt nicht viel Wolle. Ne? Das sind ja alles nur kleine Mengen. Das ist hier eine halbe Palette. Und wenn hier pro Tag, Monat aktuell halt irgendwie, da weiß ich nicht, 250 Liter dazukommen. Wie viel ist denn das hier? Nö, die hat tatsächlich schon 600, fast 700 Liter. Ja, Mensch, Sens, was machst denn du hier? Ja, so, so ist schon besser. Stand Abladetrigger. Mache ich hier irgendwas falsch? Keine aktiven Produktion. Stoffe, Wolle. Baumwolle, ne? Das ist so das. Das könnte man machen. Dann kriegt man Stoffe raus und die Stoffe können wir behalten und dann kann man nämlich gleich hier die Kleidung mit rausmachen. Und das ist. Das ist ja krass. Batch. Fabric Mixed Materials. Das heißt, wir machen aus 5 Baumwolle. Was ist eigentlich normal? 5 ist 3. 2 ist 1. Ist natürlich auch kein schlechtes Rezept, was der hier anbietet. Und der Durchlauf ist echt gewaltig. 12.000 Zyklen im Monat. Also das Ding würden wir ja hinten und vorne nicht ausgelastet kriegen. Und laut ist es. Laut ist es, meine Freunde. Aber jetzt hier nimmt das. Okay, ist nicht ganz dieselbe Fläche. Wir müssen wirklich auf das Item drauf. Und dann haben wir tendenziell den Kram hier drin. Wir müssen uns ja jetzt nicht großartig drum kümmern. Das passt schon eigentlich alles so, wie es ist. Wir fahren jetzt nochmal runter zur Achterbahn und schauen uns das da nochmal an. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir in einer der nächsten Folgen dann parallel zur Achterbahn uns die Bootswerft noch kaufen. Und da auch schon mal so das ein oder andere noch mit angehen. Das, glaube ich, ist eine ganz coole Sache. Da kommen wir da nämlich auch nochmal einen Step vorwärts. Und arbeiten uns so ganz gemächlich Stück für Stück voran. Ich glaube, Achterbahn haben wir im Moment, weiß ich nicht. Also da muss ich jetzt sagen, dass da jetzt im nächsten Step was ganz Spannendes läuft. Das fände ich auch mal cool, weil sonst wird es irgendwie ein bisschen öde. Immer die Materialien, die wir eh schon haben. Was sagt er denn hier jetzt? Was ist jetzt hier Phase? Also, Metall. Holzbalken. Bretter. Holzbalken, gucken wir nochmal rein. Holzbalken, Holzbalken, Holzbalken. Holzbalken müssen wir abliefern. 6000 Liter. Okay. Bretter. Haben wir noch genug? Lange Bretter haben wir auch noch genügend da. Metall haben wir auch noch genügend da. Holzfliesen sind auch noch genügend da. Und Treppengeländer sind auch noch genügend da.
Das heißt, wir müssen hier Holzbalken abliefern. 6000 Liter, das ist ein bisschen was. Das können wir auf alle Fälle dann auch nochmal mit anschieben, dass wir die hier noch mit transportieren für den nächsten Step. Und ja, alles andere ist, denke ich, auch klar. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Ansonsten sehen wir uns einfach in der nächsten Folge, beziehungsweise, wenn ihr Bock habt, im Discord. Ne, da könnt ihr mir auch nochmal zusätzlich zu allem anderen, auch wenn ihr das möchtet, natürlich privat Anregungen schreiben, Nachrichten schreiben. Da habt ihr ein bisschen einen einfacheren Weg. Wenn das jetzt nicht überhand nimmt, denke ich, ist es mir auch da nicht so schwer zu antworten oder so. Aber da ist auch eine Kommunikation nochmal etwas einfacher möglich. Jo, bis dann. Tschüss.